Willkommen beim Komponentenportal. Es basiert auf dem Komponentenmodell von Professor Faltin und unterstützt Sie als Entrepreneur beim erfolgreichen Gründen und Aufbau Ihres Unternehmens. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview fürs Komponentenportal, für unseren Blog. Heute habe ich Jascha Henzel, den Gründer der Pinienkernkampagne, zu Gast. Jascha ist insofern ganz besonders, als dass er ein junger Entrepreneur ist, der auch Kunde bei uns ist. Und wir wollen heute mal ein bisschen auf den Weg gucken, wie ist er vom Anfang zum Status quo jetzt gekommen. Es ist ja, das Komponentenportal ist ja dafür besonders geeignet, dann den Proof of Concept zu machen und dann umzusetzen und zu skalieren. Wir sagen aber auch immer, es ist ganz, ganz wichtig, überhaupt erstmal ein gutes Entrepreneur-Design zu haben, ja, und sich klar zu sein, welche Grundannahmen habe ich und ist das wirklich, wirklich besser als das, was es am Markt gibt, oder ist es nur so ein bisschen besser? Wenn es das nicht erfüllt, diese Kriterien des Entrepreneur-Design, dann nützt auch der Vorteil des Gründen mit Komponenten nicht, weil ein schlechtes Geschäftsmodell bleibt auch mit Komponenten ein schlechtes Geschäftsmodell, dann möglicherweise nur schneller umgesetzt. Aber das ist dann auch alles. Und diesen Punkt wollen wir als einen der Schwerpunkte heute mal rausholen. Und ja, da freue ich mich, lieber Jascha. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du da bist und dass du uns ein bisschen Rede und Antwort stehst und den zukünftigen Gründern und die jetzt auch schon hier bei uns im Portal sind, so ein paar Tipps und Tricks aus deinem Werdegang von deiner Pinienkernkampagne mit uns auf den Weg geben kannst. Vielen Dank, herzlich willkommen. Ja, hi Florian, vielen Dank für die Einladung. Genau, wunderbar. Genau, fangen wir gleich ganz vorne an. Ne? Wie bist du zu deinem Ideenkind Pinienkerne gekommen? Das ist ja jetzt, ich weiß von dir, du bist auf dem kaufmännischen Bereich in der Ausbildung. Also bist du schon immer Pinienkernimporteur gewesen oder wie bist du an die Pinienkerne herangekommen? Oder wie sind die an dich rangekommen vielleicht? Ja, Pinienkerne, muss ich sagen, so vor 2 Jahren haben noch keine so große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich bin eigentlich hauptberuflich Produktmanager bei einer Investmentbank, also eher im Finance-Bereich, und habe aber damals im Master Marketing studiert, bin also eher ein Produktmensch, begeistere mich für neue Produkte und vor allen Dingen das Unternehmertum, das hat mich eigentlich auch schon während dem Studium total gepackt, habe ich mich viel mit beschäftigt und gerade Anfang letzten Jahres das erste Mal das Buch Kopfschleck Kapital auf dem Tisch gehabt und mal gelesen. Und das hat mich dann ja auf die Reise mitgenommen, mich auch mit dem Komponentenportal zu beschäftigen. Und dann am Ende auch, sage ich mal, die Tee-Kampagne als Vorbild für mein eigenes Geschäftsmodell zu nutzen. Nur eben nicht mit Tee, sondern mit den besten Pinienkernen der Welt. Okay. Ich als Laie und bestenfalls schlechter Hobbykoch. Pinienkerne, so meine Erinnerung, ist eher teuer in kleiner Packung. Was jetzt ein guter oder schlechter Pinienkern ist, kann ich jetzt, ich persönlich, nicht beurteilen. Also wie bist du da rangegangen und was war denn bei dir der Auslöser? Also meine Reise mit Pinienkern hat eigentlich da begonnen, dass ich eben schon mich mit dem Buch Kopfschleckkapital beschäftigt habe, dann noch abends von meiner Freundin zum Einkaufen geschickt wurde. Und zwar wollte sie selbst mal ein Pesto versuchen und stand eben vor dem, ich war also schon im Hinterkopf, hatte ich den Gedanken, ja, schau dich doch mal, sei mit offenen Augen im Leben, schau dich auch mal im Supermarkt um, was kommt denn besonders teuer, klein verpackt, was könnte ich besser machen? Das waren auf jeden Fall schon so Dinge, die ich zu dem Zeitpunkt auch berücksichtigt habe. Und gerade bei dem Regal zu Nüssen und Kernen, da ist es mir schon aufgefallen, dass wir einfach wahnsinnig viele kleine Packungen, 50 Gramm, 70 Gramm haben mit viel Plastik und wenig Inhalt. Und unter den Nüssen und Kernen waren es eben die Pinienkerne, die da so mein Augenmerk herbekommen haben. Einfach weil man hier schon gesehen hat, wie auf 100 Gramm zahle ich schon 5-6 Euro für diese kleinen Kerne. Also was steckt da überhaupt dahinter? Das war so ein bisschen der Anfang dieser Idee, sich damit weiter zu beschäftigen. Also durchaus eine gewisse Systematik durch das Buch vom Herrn Faltin ausgelöst. Ja, genau. Also es war einfach mal so für mich der erste Cliffhanger, mich mit der Thematik Pinienkerne tatsächlich einfach mal auseinanderzusetzen. Habe dann auch einige Studien im Internet gefunden, die man auch frei runterladen konnte, wo einem einfach auch mal der Markt erklärt wird, wie sieht der global überhaupt aus, wie werden die heutzutage gehandelt und welche Qualitätsunterschiede gibt es.
Und da sind mir extrem viele Parallelen schon aufgefallen, die eben auch bei der T-Kampagne und dem Konzept zur Anwendung gekommen sind. Nämlich zum einen ein Markt, wo viel Zwischenhandel drin vorkommt, also vom Hersteller über diverse Importeure, Exporteure, bis es am Ende in einer sehr kleinen Packung bei uns im Supermarkt ankommt. Plus es gibt erklärbare und nachvollziehbare Qualitätsunterschiede und die sind bei Pinienkernen geografisch bedingt. Das heißt, das, was wir eigentlich so im Supermarkt bekommen, das ist also fast ausschließlich Ware aus China und Pakistan. Das sind so eher die günstigen, mit einer geringeren Qualität sich auszeichnenden Pinienkerne. Und wir haben die ja, 3 bis 4-mal so teuren, von denen ich vorher auch noch nie wirklich was gehört habe, die eher aus dem Mittelmeerraum kommen, nämlich so an den Anbaugebieten Spanien, Italien, die Türkei, aber auch Portugal. Und da ließ sich einfach schon mal was mit anfangen, indem ich sage, okay, ich habe hier ein Produkt, wo auch meine Kunden verstehen könnten oder verstehen, was ist die beste Qualität am Markt, was ist eher die günstigere, die ich vermeiden möchte als Kunde. Und schaffe ich es hier dann wiederum auch direkt an der Quelle einzukaufen. Also da sind viele Fragen daraus entstanden, die ich dann erstmal angefangen habe zu recherchieren. Ah, spannend. Jetzt hast du ja schon ganz viel auch von deinem Prozess sozusagen berichtet. Das hört sich jetzt nicht so an, als ob das ein Wochenendprojekt war. Du hattest angedeutet, also du hast jetzt Anfang letzten Jahres dann angefangen, hast das Buch gelesen und bist dann vermutlich so, hattest im ersten Lockdown Corona-bedingt auch super ein bisschen Start, mehr ja, genau. Und hast dann das in Recherchearbeit. Aber also es ist schon ein Prozess, es ist eine Zeit. Wie lange würdest du sagen, hast du so gebraucht, bis du so das erste Mal das Gefühl hattest, so jetzt habe ich das alles so halbwegs so rund und ich habe jetzt auch ein Konzept, ein Entrepreneur Design, wo du sagst, das passt zu mir, da habe ich einen Wert generiert, weil ich einen besseren Pinienkern als im Supermarkt anbieten kann und das zumindest in einer Relation zu einem deutlich günstigeren Preis. Wie viele Wochen, Monate meinst du, hast du da gebraucht, intensive Arbeit dran? Was schätzt du, hast du das so im Blick? In dieser Zeit haben definitiv auch verschiedene Aufgaben gleichzeitig stattgefunden, neben der Recherche. Aber ich würde sagen, gerade so, um wirklich mal herauszufinden, lohnt es sich daraus, ein Geschäftsmodell zu modellieren? Das waren sicherlich 4 bis 6 Wochen. Irgendwo dazwischen war es sicherlich, weil ich dann auch nicht klare Abgrenzung hatte, wann hat die erste Begeisterung angefangen und aufgehört und wann ging es über ins Konzept. Aber das ist schon ein erheblicher Teil, bis man sich entscheidet, auch also wirklich wesentlichen Teil seiner Zeit in so eine Produktrecherche zu stecken. So aus Jux und Dollerei macht man das dann sicherlich irgendwann nicht mehr. Ja, und ich sag mal so, dann hattest du ja sozusagen den ersten roten Faden sozusagen im Kopf, bis dann sozusagen die Puzzleteile, die dazugehören. Wie lange hat es dann da nochmal gedauert, dass du gesagt hast, jetzt warst du ja tatsächlich ein eher vergleichsweise schneller Gründer. Also ich kenne viele Gründer, die viele Jahre gebraucht haben. Auch der Professor Faltin hat mehrere Jahre gebraucht, bis sozusagen das Grundkonzept der T-Kampagne damals rund war, ne, und hatte natürlich noch nicht den Vorteil des Internets, der Recherche, wo man schnell eine Studie runterlädt. Das muss man natürlich auch relativieren an der Stelle. Also er hatte da nochmal eine andere technologische Basis, als er in den frühen 80er Jahren an der T-Kampagne getüftelt hat. Aber ich meine, jetzt so eine Idee, wie es funktionieren sollte, ist ja das eine, aber dann rauszufinden, also wie finde ich den Hersteller, ab wann liefert der, was für Preise hat der, wie und wo verpacke ich das, wie kommt es zu meinen Kunden und all diese Detailfragen, die ja aber natürlich wichtig sind, das ist ja auch nochmal eine Menge Arbeit gewesen, vermute ich dann. Oder hat sich das dann irgendwie bei dir relativ zügig ergeben? Nee, ganz im Gegenteil. Also da kommt vielleicht auch eine gewisse Regel zum Anwand. Da hatten wir auch gerade schon mal drüber gesprochen, man plant doppelt so schnell fertig zu sein. Am Ende dauert es eher doppelt so lang wie ursprünglich geplant. Also gerade was für mich ganz am Anfang wichtig war, war die Kostenstruktur zu verstehen, die mir begegnet, um wirklich mal zu verifizieren, kann ich die Komponente oder die Komponente meines Geschäftsmodells, ich möchte auch günstig sein oder sogar im besten Fall der günstigste, kann ich das überhaupt erfüllen mit den Preisen, die ich mir da jetzt vielleicht auch mal von einem Lieferanten, von einem Logistikdienstleister etc. einhole und das auch für mich selbst mal in einer später recht komplexen Excel mal alles zusammentrage und auswerte. Was müsste ich überhaupt verkaufen, um profitabel zu sein? Dann passiert das. Aber
Das war dann tatsächlich echt viel Arbeit nach der ursprünglichen Idee und der ersten Recherche von 4, 5, 6 Wochen. Dann zu sagen, ich schau mal, welche Lieferanten gibt es überhaupt im europäischen Raum, die Pinienkerne herstellen. Ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt war das für mich auch immer noch ein totales Mysterium, wie genau die Herstellung und die Struktur vor Ort überhaupt aussieht, bis man dann verstanden hat, das sind wirklich einzelne Familienunternehmen, die die Herstellung macht. Die pachten dann bestimmte Waldbereiche oder Waldgebiete. Die sind auch natürlich, die sind nicht kultiviert und können dort dann zu einer Saison im Herbst eben Tannenzapfen ernten, die sie dann in ihrer eigenen Fabrik dann ja so verarbeiten, dass man am Ende den fertigen Pinienkern erhält. Und da war natürlich dann erstmal die Herausforderung, wen möchte ich dafür überhaupt mal kontaktieren? Und dann eine nicht unerhebliche Sprachbarriere, was man im europäischen Raum kaum vorstellen kann. Aber mein Italienisch ist jetzt doch nicht so gut, dass man über Preise wirklich diskutieren konnte. Also war das am Anfang tatsächlich über einen Dolmetscher, um mit diesem Familienunternehmen Ciavolino, mit dem ich heute auch zusammenarbeite, überhaupt mal zu kommunizieren, zu verstehen, was kostet bei euch überhaupt der Kilo Pinienkerne, ab welcher Menge kann ich bei euch überhaupt einkaufen und ist es gegebenenfalls möglich, auch bei euch schon in eine Verpackung abfüllen zu lassen. Weil das war natürlich auch ein Fokus. Erstens, möglichst wenig Komplexität am Anfang, was gleichzeitig aber auch unnötige Kosten wiederum spart. Also das war dann wirklich so, wo mir dann auch hin und wieder das Herz echt gepocht hat, so bei den ersten Anrufen dann in Italien, der Türkei oder Spanien, wo man dann sagt, hey, mein Name ist Jascha Hensel und ich möchte gerne von euch Pinienkerne beziehen. Und da erstmal überhaupt ins Gespräch zu kommen, aber auch eine Beziehung irgendwo aufzubauen. Aber es ist auch nochmal schön zu hören, dass du also nicht gesagt hast, das ist der eine und den rufe ich jetzt an. Also es waren mehrere Versuche und man wird natürlich auch mit jedem Kontakt, die Sprachbarriere mal ausgenommen, man wird natürlich auch routinierter, man kennt die Fachtermini dann plötzlich, man weiß, was sind die Qualitätsstandards, was sind die Abkürzungen und so weiter und so fort. Das sind natürlich so alles Sachen, die man als Laie nicht mehr kennt und du hast natürlich auch eine Hürde sozusagen noch gehabt, weil du wolltest ökonomisch und ökologisch sinnvoll handeln, dass der Pinienkern ja nicht irgendwie verpackt wird, um dann quer durch Europa fahren zu lassen, um ihn dann wieder auspacken zu lassen, um ihn dann umpacken zu lassen. Also du hast gesagt, ich möchte gleich einen Anbieter haben, der auch eine Verkaufsverpackung mit anbieten kann, ne? Sodass wir da möglichst wenig Schritte drin haben. A, Komplexität, B, Kosten und C, natürlich auch der ökologische Aspekt ist natürlich gerade bei so einem Bioprodukt wie deinem, ist das sonst ad absurdum geführt, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, ne? Ja, Ja. definitiv auch ein guter Stichpunkt, Biozertifizierung. Das ist so ein Kriterium, da fallen schon viele Lieferanten weg, weil die einfach entweder selbst nicht fähig sind, diesen Zertifizierungsprozess wirklich erfolgreich zu absolvieren oder auch einfach die Kosten scheuen, was aber für mich eher zu einem Nachteil führt. Das war auch wirkliches Auswahlkriterium, wenn ich mich dann final entscheide, auch einen Bio-Pinienkerne einzukaufen. Muss das mein Lieferant auch bieten können? Möchte ich nicht erneut wechseln? Und das wurde eben mit Klarstellung meines Konzepts auch eine klare Bedingung. Wenn es das beste Produkt sein soll, dann bitte auch biozertifiziert, weil das war wirklich auch so State of the Art der Hersteller, die das bis heute dann auch in Deutschland schon praktizieren. Okay, spannend. Da haben wir jetzt also eine ganze Menge über den Weg gehört. Also, liebe Gründer und Gründungsinteressierte, also wie gesagt, es ist mal nicht so nebenbei, es ist schon eine Menge Arbeit, wie wir beim Jascha jetzt gerade wieder gehört haben. Jetzt hattest du also jetzt dir im Laufe des letzten Jahres die Puzzlestücke alle zusammengesucht und hattest du dabei irgendeine Begleitung? Also, das ist ja auch, also Gründen ist ja jetzt auch was, also gerade als Erstgründer, wenn man nicht gerade aus dem familiären Umfeld da irgendwie einen Support hat, also aus meinen vielen Jahren, die meisten Gründer tun sich eher schwer, man sitzt im Kämmerchen, man hat also, mit kein Feedback und hier in Berlin geht es ja noch, da gibt es eine Menge Veranstaltungen, da kann man ja noch mal eher mal Gleichgesinnte finden. Das ist ja nicht überall in Deutschland so. Also wie hast du das dann gelöst, um da mal so einen Sparringspartner und eine Sparringspartnerin zu finden? Hattest du sowas und wenn ja, wie hast du das gelöst? Genau, also gerade ich selbst komme jetzt eher aus einer Familie, wo Unternehmertum jetzt noch gar nicht so eine große Rolle spielt. Mein eigener Vater ist Geschäftsführer bei einem Mittelständler, aber den Schritt zur Gründung, da bin ich jetzt, sage ich mal, so auch der Vorreiter und muss mich da auch neu ausprobieren. Zu deiner ersten Frage, wie stellt man es überhaupt so
an. Also gerade in dieser Frühphase kannte ich ja auch schon das Komponentenportal über die Literatur. Und da fand ich auch ohne das Buchen von Komponenten schon den Content ziemlich hilfreich, indem einfach so Toolboxes angeboten wird mit Tricks, wo man sagt, wie kontaktiere ich zum Beispiel erstmal einen Lieferanten, wie gehe ich in Preisverhandlungen rein, ohne mir für die Zukunft alles zu verbauen. Und auch erstmal überhaupt einen Überblick zu bekommen, welche Komponenten zukünftig relevant werden könnten für mich. Und das war aber auch schon der Zeitpunkt, wo ich dann zum Beispiel für meine Logistikkomponente auch schon den ersten Kostenvoranschlag mal eingeholt habe, mal ein Briefing gemacht habe, was habe ich da überhaupt vor, in welcher Verpackung möchte ich das anbieten und am Ende dann auch nochmal in meine Kalkulation, sage ich mal, mehr Klarheit zu bringen. Und ja, es ist wirklich sehr zu bedauern, dass ich in meinem direkten, auch freundschaftlichen Umfeld wenige Leute habe, die wirklich sich trauen würden zu gründen, das auch erst am Anfang belächelt haben, sagen, ja, wie jetzt Pinienkerne, was willst du denn da jetzt eigentlich machen? Aber die haben sich schon immer sehr interessiert gezeigt, aber ich glaube, da fehlt bei vielen einfach nur den Mut aufzubringen, wirklich zu sagen, ich mache das jetzt und ich hänge mich da voll rein. Aber da hat man halt 99% wahrscheinlich, die dann halt wirklich in der Vollbeschäftigung dann sind und sagen, ja, nachmittags oder abends oder ganz früh morgens will ich mich damit nicht noch beschäftigen, dann habe ich Feierabend. Das ist legitim, aber diese Extrameile gehört dazu, wenn man sich was Eigenes noch aufbauen möchte, was wahnsinnig erfüllend ist rückblickend. Ist ein spannender Punkt, ne? Also wenn ich so richtig raushöre, das ist ja, wenn man so einen Alltag hat, wir alle haben einen vollen Alltag und die meisten von uns haben jetzt nicht übermäßig Langeweile, ne? Also das ist was, wenn man sich so ein Thema raussucht zum Gründen, dann muss die intrinsische Motivation, der Antrieb da stimmen, ja? Und bei dir ist es halt das Gestalten wollen, was rausfinden, was besser machen wollen und was lernen wollen. Und das ist also nicht der erste Grund, so nach dem Motto, ab nächstes Jahr fahre ich Ferrari, ja? Das ist nicht deine Motivation. Und du hast ja auch geschildert, wie viele Umwege und Rückschritte es im Detail dann schon, bevor es losgeht. Ja. Und das wird, ehrlich gesagt, muss ich auch keine unnötige Hoffnung machen, wird auch danach nicht immer gerade laufen. Ne? Und wenn man die falsche Motivation hat und die ausschließlich zum Beispiel monetär ist, dann ist man, da gehört man zu den Leuten, die scheitern, weil eine Gründung ist wie ein Marathonlauf, sage ich immer, du brauchst das Durchhaltevermögen eines Marathonlaufs und das ist schon schwer genug. Und gleichzeitig ist es aber auch ein 12-Runden-Boxkampf und zwar Schwergewicht, Weltmeisterschaft. Es gibt also immer wieder Schläge ins Gesicht, auf die Nase, auf die Nieren und das Bein wird gestellt, um das mal so zu versinnbildlichen. Ja. Und da muss man schon auch ein bisschen, da muss man schon go for a course, so wie Guy Kawasaki das sagt, auch so irgendwo in sich haben. Sonst gibt es leichtere Wege, seine Freizeit zu verbringen, ja, die definitiv dann genauso erfüllend sind. Es fühlt sich halt auch irgendwann nicht mehr an wie Arbeit, sondern was, wo man sich eigentlich auch schon drauf freut, sich weiter mit zu beschäftigen. Und so hat man vielleicht eine Woche, die mindestens 60 Arbeitsstunden hochgerechnet hat, eher mehr, auch am Samstag, Sonntag bedeutet zu arbeiten. Aber klar, die Rückschläge muss man trotzdem irgendwo verkraften, auch wenn es gut läuft. Ein kleines Beispiel, was ich da mal nennen kann. Ich war dann auch schon fortgeschritten in dem Aufbau der Beziehung zu meinem Lieferanten, für den ich mich dann initial entschieden habe, den ersten Versuch zu starten, mal in den Markt zu kommen. Und es ging jetzt noch darum, die finale Produktverpackung abzustimmen, in die er dann abfüllt und mir dann zurück zu meinem Logistikdienstleister eine Komponente von euch ja dann schickt. Und dieser erste Versuch, den habe ich erstmal mit ein paar einzelnen Packungen machen wollen, nach dem Motto, ich schicke euch jetzt mal 20 Produktverpackungen, füllt das mal bitte ab, verschweißt es und schickt es mir einfach wieder zurück. Und das kam mir an wie Matsche. Also das sah total furchtbar aus und ich war total frustriert, weil ich schon so viel Zeit und auch Geld auch inzwischen ein bisschen rein investiert habe, um so etwas so weit überhaupt mal zu kommen. Also es war wirklich schlimm. Das war eine Nacht, wo ich echt nicht schlafen konnte und dann am nächsten Tag schüttelst du dich einmal und sagst, ja gut, so, da rufst du jetzt an, das wird kein schönes Telefonat mit Italien, aber du stellst klar, was einfach auch deine Erwartungen an diese Zusammenarbeit sind und die muss irgendwo auch in einer gewissen Perfektion liegen und das kann nicht sein, dass da so eine zerknüttelte Packung bei mir ankommt, das wird keiner für diesen Preis kaufen. Und ja,
Das ist dann nochmal eine Woche Konflikt, vielleicht in dem man leben muss, aber danach fängt es wieder an, Spaß zu machen und man wird wieder vielseitig belohnt. Ja, cool. Dann haben wir jetzt relativ ausführlich darüber gesprochen, wie du jetzt sozusagen an den Punkt gekommen bist zum Gründen. Proof of Concept, wie hast du das gemacht? Hast du da irgendwas über Crowdfunding gemacht oder hast du losgelegt? Beziehungsweise wie nutzt du jetzt das Komponentenportal? Wie hast du es genutzt für ein Proof of Concept und wie nutzt du es heute? Du hast ja jetzt schon gesagt, du hast unsere Tippkomponenten, unsere Blogbeiträge und so weiter, haben dir sehr viel weitergeholfen und Quellen und eine Struktur auch gegeben neben Herrn Faltins. Genau. Dann freuen wir uns, dass da unsere Arbeit dann tatsächlich auch praktische Anwendung findet. Wie ist es jetzt für dich weitergegangen? Wo bist du jetzt und was sind so jetzt vielleicht deine nächsten geplanten Schritte, wo du jetzt dieses Jahr dann mit der Pinienkernkampagne hin möchtest? Zu deinem ersten Teil Proof of Concept, der hat jetzt im Dezember im letzten Jahr stattgefunden. Das heißt, bis zu diesem habe ich ungefähr schon 6 Monate, 7 Monate gearbeitet, um dahin zu kommen. Von der initialen Idee im Supermarktregal bis ich gehe am Markt und habe meinen ersten Kunden. Für mich war es wichtig, auch unter gewissen Investitionen von ein paar tausend Euro, die ich jetzt selbst aus meinem Privatvermögen in meine gegründete GmbH eingezahlt habe. Jeder weiß, der sich mit der GmbH-Gründung mal beschäftigt hat, das sind 12.500 Euro, die man da als Stammkapital zunächst hinterlegen muss. Und das war für mich das Kapital, wovon ich auf jeden Fall mein Proof of Concept erreichen wollte, eher darüber hinaus auch mit noch arbeiten wollte, weil das wäre ein ziemlich teurer Proof of Concept, aber es war erstmal da und ich konnte darauf zurückgreifen. Dass da mal Lehrgeld gezahlt wird, klar, ist mir total bewusst. Und genau, und für mich war es wichtig, weil es sich ja wirklich um ein physisches Produkt handelt, das mal im Kleinen durchzuspielen von ich bestelle bei meinem Lieferanten eine gewisse Menge, das waren jetzt damals 250 Packungen. Es ist jetzt wirklich nicht viel und man muss sagen, der Lieferant ist sicherlich auch nicht begeistert von mir bereits als Kunden, sondern hat das so ein bisschen als Unterstützung mal gemacht, so 250 Packungen, die verkaufen sonst Tonnen als Einheit und nicht ein paar Kilogramm. Und habe mir die dann in meinem Logistikzentrum, was ich ja als Komponente über euch gebucht habe, dann abgelegt. Habe das mit meinem Shop, den ich erstmal mit Jimdo gebaut habe, einfach um mal schnell etwas zusammenzubekommen, was aber auch ordentlich aussieht. Und dann einfach auch mal zu schauen, so kommt da jetzt jemand auf meine Webseite, wenn ich die Werbetrommel rühre und kauft das auch jemand für diesen Preis? Und ich habe mich damals dafür entschieden, das mal mit 2 größeren Foodbloggern auszuprobieren. Das heißt, ich habe mich mit denen in Kontakt gesetzt. Fällt jetzt alles so in dieser Arbeit von den ersten 6 bis 7 Monaten mit rein. Natürlich eher die Endphase, so die letzten 5, 6 Monate, wo man sich das erste Mal kennengelernt hat, wo man natürlich diese Leute auch erstmal von seinem Konzept überzeugen musste, nach dem Motto, ich mache hier was Cooles und das würde ich mich total freuen, wenn ihr das mal eurer Community, was schon, ich glaube, insgesamt viele tausend Leute umfasst hat, mal vorstellen könntet. Und das haben sie dann auch getan für einen kleinen Obolus. Das waren tatsächlich schon sehr große Blogger, die das halt auch hauptberuflich machen und schon mit einer kleinen Vergünstigung ein Honorar verlangt haben. Aber das war jetzt erstmal für so ein Proof of Concept für mich in Ordnung. Sicherlich nicht nachhaltig, so ein Werbebudget auszugeben, aber es war erstmal gut, einfach mal raus da, wie so eine Marktforschung eigentlich, wo ich in der Fußgängerzone stehe, nur habe ich das halt digital gemacht, auch Corona-bedingt. Foodblogger, ihr veröffentlicht das, ihr macht ein cooles Rezept dazu, stellt mal die Pinienkernkampagne vor und sagt, was es damit auf sich hat. Ja, und dann im Monat Dezember war das dann auch so, dass ich gingen diese 2 Blogbeiträge live und also in der ersten Woche hatte ich dann auch schon für 2.000 Euro Pinienkerne verkauft. Und das war schon irgendwo ziemlich beeindruckend, weil es ist erstens ja kein Unternehmen, wovon ich leben muss. Davon kann man auch noch lange nicht leben. Deswegen bin ich auch heilfroh, dass ich einfach auch noch in einer Vollzeitanstellung bin, weil ich mich jetzt erstmal ausprobieren kann. Aber es war total beeindruckend, da so seine ersten Umsätze zu machen und zu sehen, da draußen sind Leute, die zahlen dafür auch wirklich nicht wenig Geld. Eine Packung bei mir kostet ungefähr 30 Euro für 250 Gramm. Das ist die High-End-Qualität, die dann dieser Nischenmarkt tatsächlich bezieht. Und bis in den ersten Monat, und bis in den Januar herein waren das schon 150 Packungen, die dann wirklich abverkauft wurden.
Also inzwischen muss ich mir eher Gedanken machen, dass ich nachbestelle in Italien. Da vergraut es mir ein bisschen, aber wird wahrscheinlich jetzt bald erforderlich sein, um dann den nächsten Schritt zu gehen, ein bisschen größer zu denken. Aber dieser Proof of Concept hat mir gezeigt, da draußen gibt es Leute, die zahlen dafür. Und jetzt muss ich optimieren, wie ich die noch gezielter mit meinem Budget erreichen kann. Weil das jetzt mit den Influencern war Gießkanne. Einfach mal rausposaunt. Aber wenn es jetzt um effizientes Werbemanagement geht, dann gibt es da einfach noch deutlich effizientere Wege. Und da habe ich auch eine weitere Komponente von euch gebucht, nämlich alles rund um Google-Werbung, also AdWords leicht gemacht. Und da hilft mir jetzt ein direkter Ansprechpartner von euch oder ein Dienstleister von euch, hier meine Strategien in Richtung Google Advertising umzusetzen. Ja, es ist, also ja, vielen Dank, dass du das auch so offen teilst. Ja, das ist also wichtig, ne? Also, wie komme ich an die Zielgruppe ran, ne? Und Foodblogger ist natürlich schon mal, da hat man schon mal ein Publikum, was sich gerne und intensiver vermutlich als der Durchschnitt mit dem Thema Essen auseinandersetzt und die halt auch wissen, was Pinienkerne kosten und die auch vielleicht auch was von dem Qualitätsthema schon mal gehört haben. Und wenn sie es noch nicht haben, dann hören Sie, das ist halt natürlich auch ein Stück weit erstmal ein erklärungsbedürftiges Produkt, ja? So ähnlich wie das Komponentenportal auch. Pardon. Wenn man da natürlich eine Autorität hat, die das einem erklärt, warum jetzt so ein Pinienkern aus dem Mittelmeer einfach mehr kostet, wenn er dann auch noch im Bio ist oder zumindest nicht billiger ist als der Supermarkt-Pinienkern, ja, ungefähr vielleicht in derselben Price Range, wenn man Glück hat, oder nicht allzu viel teurer, aber die Qualität halt ein Vielfaches besser ist, dann da muss man erstmal hinkommen, ne? Und dann muss man natürlich auch immer gucken, wie kann man dann Kunden zu Botschaftern machen, dass Kunden werben, dass man natürlich auch seine Geschichte mal erzählen kann, so wie heute hier oder woanders in den Medien. Das sind die Vorteile, die man als Gründer hat, aber die muss man sich halt erarbeiten. Und auf dem Weg dahin gibt es halt heutzutage, das ist der Vorteil des Internets, halt Wege, wie man dann relativ zielgerichtet, ne? Dann gucken, dann wo, auf welchen Medien, welche Werbestrukturen machen Sinn, sodass ich mit dem Kunden, den ich da gewinne, dann auch Geld verdiene. Und zwar möglichst ab der ersten Bestellung, ne? Und nicht erst, wenn er das dritte Mal hoffentlich bestellt, ne? Und das ist, das ist für jedes Entrepreneur-Design anders. Bei manchen funktioniert das super, bei anderen überhaupt nicht, ne? Also es gibt halt auch an dem Thema kein Patentrezept, ne? Es gibt so ein paar übliche Verdächtige, die man mal probieren kann. Aber ob einer davon wirklich nachhaltig ist, das muss jeder Gründer für das individuelle Geschäftsmodell selber rausfinden. Und da bist du ja jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, gerade dabei zu gucken, über welche Kanäle erreiche ich welche Leute wie und konvertieren die dann zu zahlenden Kunden, dass das Genau. gebrauchen Das kann. sind dann in dem Sinne wie Mikro-Proof of Concepts, wo man dann verschiedene Strategien ausprobiert. Dabei darf man keine Angst haben, auch mal etwas Geld in den Sand zu setzen. Man muss einfach auch, also meine Theorie ist jetzt momentan eher mal ein bisschen mehr Geld investieren, dafür schneller verstehen, dass es vielleicht geht oder nicht geht, um dann wiederum schneller den Fokus einfach zu haben, was funktioniert und worauf sollte ich mich zukünftig einfach fokussieren. Mein Ziel wäre es jetzt nicht, ein Jahr lang nur sehr langsam diese Erfahrung zu machen, sondern jetzt hat man das Konzept stehen, man hat gesehen, dass die Prozesse im Unternehmen laufen. Jetzt kann man auch ein bisschen Gas geben. Ja, ein guter Punkt, ne, den auch der Professor Falti immer mit auf den Weg gibt, ne. Wenn ihr ein Proof of Concept habt, dann könnt ihr auch mehr investieren ins Unternehmen, Genau. auch nun aus eigenen Mitteln oder wo auch immer ihr die Mittel herbekommt. Aber dann habt ihr da eine ganz andere Möglichkeit, das Thema anzugehen. Aber dann sind auch die Leute, die sich dann da involvieren lassen, ob das nun Family, Friends and Fools sind oder eine Bank mit einem Förder- und Gründerkredit oder ähnlichem, die brauchen halt einen gewissen Track Record. Das nimmt für die das Risiko raus, ne? Und da dann natürlich auch die Kondition, ob nun Fremd- oder Eigenkapital, für die Gründer deutlich attraktiver, ne? Weil es ist natürlich schade, wenn man für ein paar tausend Euro irgendwie die Hälfte des Unternehmens abgeben muss, gerade in so einer frühen Phase. Und da muss man halt immer gucken. Und auch natürlich beim Skalieren muss man gucken, funktionieren meine Annahmen? Also immer wieder die Grundannahmen testen, hinterfragen und auch bereit sein, Dinge über den Haufen zu werfen. Ne? Wir wissen ja, 70% der Annahmen stimmen nicht.
ne, im Großen wie im Kleinen, und halt so schnell wie möglich und so billig wie möglich rauszufinden, was es ist, ist dann natürlich super, und da hilft natürlich auch das Komponentengründen, weil wenn du jetzt natürlich ein AdWords-Manager in einem Unternehmen einstellst, dann, wenn der nicht noch gerade in der Probezeit ist, das deutsche Arbeitsrecht schützt ja zu Recht die Arbeitnehmer, ja, dann muss man schon als Arbeitgeber einiges machen, um den dann auch wieder sauber aus dem Unternehmen zu entlassen. Wohingegen, wenn ich eine Komponente habe, die ich dort entsprechend, weil es nicht elementare Kernkompetenz im Unternehmen ist, dazu genommen habe und ich merke, AdWords funktioniert nicht, dann sage ich, vielen Dank, liebe Komponente, ab nächsten Monat probier es anders. Ja? Und die Komponente weiß das auch so, und das ist auch wichtig. Also man ist einfach flexibler, schneller, und man hat eher tendenziell, ich sage mal so, variablere Kosten, als wenn ich jetzt so einen fixen Block aufbaue, ja, an Personal und Maschinerie und noch am besten noch einen Hektar Pinienkernland Dings und eine eigene Fabrik aufbauen in Italien. Ja. War ja früher so der klassische Weg. Das ist heutzutage in so einer arbeitsteiligen Welt, wie wir sie haben, zum Glück nicht mehr notwendig. Ne? Und insofern ist der Jascha mit der Pinienkernkampagne, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man es hinbekommen kann. Ja, lieber Jascha, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für diese vielen tollen Insights für Gründer, die schon gegründet haben, die vielleicht noch ein bisschen an sich arbeiten wollen, oder aber natürlich auch Gründungsinteressierte. Also nutzt das, unsere Ressourcen auf der Webseite. Wir haben viele Tippkomponenten. Wir haben einen Blog, den ihr dann auch immer auf dem Laufenden bleibt, wenn ihr unseren Newsletter abonniert. Das verlinke ich euch unter dem Beitrag vom Video und natürlich auch im Blog. Dann seht zu, dass ihr euch ein Netzwerk findet und dass ihr euch auch immer mal Experten holt, die euch, bevor ihr nochmal loslegt, auch nochmal so mit euch durchgehen. Habe ich an alles gedacht? Sind da ein paar Aspekte, die ich übersehen habe? Ne? Da ist der Entrepreneur Design Erstcheck bei uns zum Beispiel so ein schönes Tool, was man relativ günstig nutzen kann, um erstmal einen ersten Überblick zu bekommen. Aber natürlich, wenn man möchte, auch länger arbeiten kann mit den Komponenten. Das sind alles so Sachen, die sind da, die stehen euch zur Verfügung, die könnt ihr nutzen, müsst es aber natürlich nicht. Alles das, was wir heute hier gesagt haben, geht natürlich auch ohne das Komponenten. Portal. Macht es aber, es ist eine gute Zeit zu gründen, das Umfeld ist optimal, und wie gesagt, ihr müsst nicht das nächste Facebook machen, es reicht auch erstmal so was vermeintlich Kleines wie die Teekampagne, die nun mittlerweile sowas wie ein Hidden Champion ist, der größte Importeur von der Darjeeling-Tee weltweit, ja. Und möglicherweise ist die Pinienkernkampagne vom Jascha dann der nächste Hidden Champion. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht in diesem Herbst dann beim Entrepreneurship Summit dann auch mal wieder persönlich sehen können und dann auch vielleicht weiterhören können, wie es bei dir gelaufen ist. Ja, super. Vielen lieben Dank, Florian. Hat sehr viel Spaß gemacht. Registrieren Sie sich kostenlos unter komponentenportal.de/registrieren.